Wir sind in der Klinik am Wittenbergplatz von Professor Dr. Frank Peter. Er ist plastischer und Wiederherstellungschirurg, aber hier dreht sich nicht alles nur rund um das Thema Ästhetik oder Schönheit, sondern, wie der Name schon sagt, um die Wiederherstellung. Und er hat vor vielen Jahren den gemeinnützigen Verein Plazet e.V. gegründet. Warum? Wir haben uns gesagt, dass es Menschen gibt, die dieses sehr gute, hochstehende und perfekte System, das wir in Deutschland haben, zur Wiederherstellung und zur Gesundheitserhaltung, dass es Menschen gibt, die dieses System nicht nutzen können, weil sie in Krisengebieten leben, weil sie durch Krieg, Terror, Folter, ethnische Säuberung schwer zu Schaden gekommen sind und eben nicht hier in Berlin oder in München behandelt werden können und all das nutzen können, was wir hier haben. Und da haben wir uns gesagt, wir wollen einen kleinen Beitrag leisten und den Menschen eine Chance geben, die sonst keine Chance haben. So ist Plazet entstanden. Wir haben gerade den 12-jährigen Besot aus Kasachstan, der ausgedehnte Verbrennungen erlitten hat und wir jetzt die Folgen dieser Verbrennung, nämlich Narben, die seinen Arm, seinen Körper und seinen Fuß unbeweglich gemacht haben, die behandeln wir und stellen ihm die Beweglichkeit und damit die Möglichkeit wieder her, selbstständig und frei sich bewegen zu können. Wie vielen Menschen konnten Sie denn bisher schon helfen? Wir haben 45 Menschen bisher behandelt. Das hört sich nicht viel an, aber wir machen das alles in unserer Freizeit. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir machen das dann, wenn andere Leute auf den Golfplatz gehen, so wie ich das gerne sage, und immer wieder Leuten damit auf die Füße trete. Das nehme ich in Kauf. Das ist das eine. Das andere, die Menschen, die kommen, sind schwer verletzt. Das heißt, sie brauchen 10, 20 und mehr Operationen, um wieder ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben führen zu können. Das heißt, die kommen, sind sehr aufwendig in der Behandlung. Und dadurch haben wir eben eine überschaubare Zahl von Menschen bisher nur behandeln können. Die Behandlung ist sehr komplex. Was ist denn noch vonnöten, um die meist Kinder wiederherzustellen? Diese Kinder kommen aus einem anderen kulturellen Zusammenhang, meistens auch aus anderen sozialen Bezügen. Für die erscheint das hier erstens wie ein Paradies und zweitens sind sie natürlich alleine und oft alleine und können mit den Angeboten, die sie hier haben, nicht umgehen. Dann sind sie traumatisiert durch das, was sie erlebt haben. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um den Körper, sondern auch um ihre Seele kümmern. Das tun wir. Wir haben in den letzten Jahren gelernt und wissen, wie man solche Menschen führen muss, wie man sich um sie kümmern muss und welche Angebote wir ihnen machen müssen, um heil durch diese Phase, die ja auch durch die Operationen selbst belastend sind, kommen. Und das klappt inzwischen gut. Sie kümmern sich ja nicht nur in Anführungszeichen um die Wiederherstellung, also im operativen Sinne, sondern auch noch um vieles mehr. Was denn? 75% sind Kinder, müssen hierher kommen. Das heißt, wir finanzieren und organisieren die Flüge. Wir kümmern uns darum, dass sie hier eine Bleibe haben, dass sie orthopädische Hilfsmittel bekommen, dass sie die Medikamente bekommen, die sie brauchen. Dass sie wohnen können zwischen den Krankenhausaufenthalten. All das finanzieren wir, weil wer soll es sonst machen? Und das ist ja, es ist eine Rundumbehandlung, bei der natürlich die Chirurgie, die Wiederherstellungschirurgie der wichtigste Part ist, aber der Mensch besteht aus mehr als Chirurgie. Ikram, wir haben ja dich zu Besuch. Du machst ja etwas ganz, ganz Besonderes. Ich würde mich freuen, wenn du dich ein bisschen vorstellst, vielleicht selbst auch mal. Also ich bin die Ikram Kerwat, ich bin Profiboxerin, gebürtige Tunesierin, lebe in Deutschland, bin hier eigentlich auch groß geworden, mehr oder minder. Und das ist erstmal zu meiner Person, ja. Ja, du scheinst dich ja für diese Organisation sehr zu engagieren und möchtest dich da auch ein bisschen einsetzen. Erzähl uns, warum und wie du dir das vorstellst. Warum? Ich finde, also meiner Meinung nach ist das für mich persönlich selbstverständlich zu helfen und ich finde, wir Menschen sind auch dafür da, dass wir uns gegenseitig helfen, gerade die Hilfe so bitter nötig haben, wie jetzt der kleine Besot. Und wie würde dann deine Hilfe aussehen? Meine Hilfe sieht so aus, wenn ich finanziell helfen kann, wenn ich auch zu Spenden aufrufen kann, wenn ich dem Kind einen Gefallen, einen Wunsch erfüllen kann, wie jetzt der Kleine, der ist
laut Herrn Dr. Peter ist er natürlich sehr aktiv und sehr, sehr lebendig und würde ich ihn ganz gerne mitnehmen zum Boxtraining. Hallo Wetzog, schön, dass wir dich hier treffen im Boxring sozusagen. Wo kommst du denn ursprünglich her? Usbekistan. Und wie lange bist du schon hier? 6, 1 Jahre. Wie alt bist du? 12. Wo hattest du denn überall Schmerzen? Meine Fuß, meine da, meine Arm. Du konntest deinen Arm nicht richtig bewegen, oder? Ja. Und jetzt ist wieder alles gut? Ja. Und du freust dich, dass du wieder Sport machen kannst, kämpfen kannst? Ja. Deshalb haben wir dir auch diese Boxhandschuhe hier geschenkt. Die sind cool, oder? Ziehst du mal einen an, bitte? Da werden sie zu Hause richtig staunen, deine Freunde, dass du so tolle Handschuhe hast. Wir freuen uns ja sehr, dass Sie Placid unterstützen. Wie ist es denn dazu gekommen? Na, an und sich sehr einfach. Die IGRAM, die jetzt mit Globkin betreut, diesen jungen Mann, die haben mir empfohlen, dass sie hier mal zum Boxen kommen wollen, ob ich das unterstütze. Natürlich wird ein normal denkender Mensch überhaupt nicht da das verneinen. Und gerade wenn man in Sport, im Leistungssport bin, und speziell jetzt im Boxen muss man ja viele Härten und viele, sagen wir mal, schwierige Situationen meistern. Diese Menschen, die jetzt leiden durch irgendeinen Unfall oder durch angeborene Sachen, die müssen auch zügig wieder aufgebaut werden. Wie geht's mit dem Kleinen jetzt weiter? Wir haben ihn erstmal fertig behandelt. Er kann seinen Arm wieder bewegen, er kann seine Hände wieder bewegen, er kann seinen Fuß wieder bewegen. Das freut ihn sehr. Er ist ganz glücklich darüber. Er fliegt nach Hause zurück. Wenn wieder was sein sollte, stehen wir zur Verfügung. Dann kann er sich wieder melden. Aber erstmal wird er für viele Jahre Ruhe haben. Schön. Wenn man jetzt weitere Informationen über Placid haben möchte, wo kann man die finden? Man geht ins Internet, gibt ein www.placet-berlin.de. Da steht alles drin. Vielen herzlichen Dank. Gerne.